Aber nö, hier ist nichts. Okay, dann gehen wir noch mal in die... Also, schaltet mal um, ich wollte mit... Das ist jetzt wegen Grimlock Let's Play. Da macht man mit Tab die Karte auf. Hier macht man sie mit M auf. Okay, dann gucken wir uns mal hier um. Hier hatten wir ja die besondere Truhe und ein Siegel drin. Hier hinter den Ohren ist nichts versteckt. Hier auch nicht. Und hier auch nicht. Okay, hier ist schon mal nichts. Hier ist schon mal nichts. Da ist Feuermoos, das braucht man nicht unbedingt. Hier geht's in die Tiefe hinunter. Da wollen wir auch nicht unbedingt hinfallen. Ja. Ich zerdeppe jetzt mal die Uhren. Mal sehen, ob es vielleicht da drin ist. Die Uhren da sehen etwas komisch stehend aus. Sandstein und Lederbänder. Und hier? Ein einfacher Verband, nur ein okay, hier war nichts. Nur Feuermoos und das brauchen wir nicht. Okay, ich hab's gefunden. Durch Zufall. Das ist jetzt gemein versteckt. Was? Kuano, bitte öffnen. Ja? Fires, bitte Falle entschärfen. Und ich plündere. Fussel und das letzte Teil, das wir identifizieren können. Letztes Teil. Wie man es anwendet. Dieses Teil des Rezepts gibt praktische Anweisungen zum Gebrauch des magischen Kleidungsstückes. Doch hier sind einige Anmerkungen zu finden, die unbedingt bei der Herstellung und Verzauberung des Gegenstandes schon unabdingbar sind. Dies ist nur ein Teil des ganzen Rezeptes. Und nü? Verkaufe das Rezept. Sehr toll. Die fünf Teile des Rezeptes fügen sich zu einem Ganzen zusammen. Einem Ganzen, das für mich trotz allem zu kryptisch ist, als dass ich damit etwas anfangen könnte. Ja, ich bin Gerode, kein Meistermagier. Ja, wie im nächsten Absatz steht. Nur ein Meistermagier könnte mit Hilfe dieses Rezeptes den gewünschten Gegenstand anfertigen. Und würde für das Rezept sicher auch gut zahlen. Nadoret hat doch einen Magiermeister, der könnte sich dafür interessieren. Wenn er uns nicht in Brand steckt. Vier Wasserspeier. Davon drei starke. Gut. Hm? Bei Angriffsbart! Ja. Hoho! Ja. Ha! Ja. Gut. Mit den vier dürften wir klarkommen. Wir hatten ja schon mal gerade eben sechs Stück. Auch wenn das die vier von den ziemlich starken sind. So. Und das nächste, was ich mache, ist Ardo wieder in die Gruppe aufnehmen. Weil nichts gegen Quano, aber der hält mir einfach nicht genug aus und kann auch nicht richtig austeilen. So, da ist nur noch der Schwächste übrig. So. Das war das.
Nächster Schritt raus aus dieser Ruine. Also das ist ganz definitiv, bin ich froh jetzt darüber, dass wir diese Ruine endlich hinter uns lassen können. Die bleiben zum Glück noch auf ihren Sockeln. Dann gucken wir, dass wir hier rauskommen, bevor sie sich entscheiden, runter zu hüpfen. Was mir bis jetzt so aufgefallen ist, bis jetzt hatten wir eigentlich keine wirklichen, abgesehen von den Untoten, sage ich mal, Klischee-Gegnern. Also keine Orks, keine Goblins. Naja gut, die Ogre, die wir hatten. Also den einen, den wir jetzt gerade zurückverwandelt haben. Und den ersten, den wir auf dem Weg zu der Ruine damals getroffen haben. Aber sowas wie Orks und Goblins hatten wir bis jetzt noch nicht. Und die sind ja eigentlich in ganz Aventurien vertreten. Naja gut, wir sind auch in Gebieten unterwegs, wo sich wahrscheinlich die Orks nicht hintrauen. Die Statuen hier sehen auch imposant aus, auch wenn sie schon ziemlich verwittert sind. Und das hier ist einfach nur der Weg nach draußen, Gott sei Dank. Wie heißt die Rüstung eigentlich nochmal, die wir tragen? Die Kapellmantel. Ja, der passt eigentlich ziemlich gut zu uns als Geode. Fehlen uns nur noch die Muscheln im Bart, die der Gesandte Emmeran auch im Bart trägt. Aber gut, wir sind draußen aus der Ruine. Können wir zu Talaria. Können Kuano sagen, er soll hier auf uns warten. Ach so? Und können Ardo wieder aufnehmen. So. Sehr schön. Und dann geht's mal auf zum Elfenbaum. Der ist hier, genau. Weil da oben ist ja auch noch das Gebiet, was wir nicht ganz erkundet haben. Wegen den Wölfen und allem. Aber gut, unterhalten wir uns erst einmal mit den Elfen hier. Hast du was Neues aus? Du hast uns von einer dunklen Last befreit. Nun klingt das Lied der Winde wieder frei in unseren lichten Träumen. Ja, das war wohl ein Danke. Und während ihr im Licht träumt, schleppt der Zwerg die Lasten. Dass ihr so alt seid, ist wirklich verwunderlich. Ja, das passt zu uns beim Zwerg am besten. Das hier würde eigentlich auch passen. Es hilft eben nicht einfach, nur die Tür zu verschließen. Man muss das Übel an seine Wurzel packen. Nein, ich nehme das Erste. Ich denke stets die Quelle allen Seins. Wie unser Ursprung im Licht liegt, so sind deine Heimat die dunklen Wege unter der Oberfläche. Das ist deine Stärke. Da hat sie allerdings recht. Hat sie noch was zu sagen? Ja, Sohn des Zwergenvolkes. Naja, wir können sie mal kurz fragen, warum sie nicht selber gegen das Übel der Ruine vorgegangen sind. Der Kontakt mit andersweltlichen Wesen ist stets unvorhersehbar. Dämonen sind zerstörerisches Chaos und wir mussten ihren Einfluss dämmen. Doch es war nicht an uns, sich ihnen entgegenzustellen. Nein, das mussten wir machen. Seid bedankt für die Erklärung. Und können Sie uns was über... Was glaubt ihr, bringt die Zukunft? Die Nordwinde flüstern einen Namen. Varadioi, Öffner der Tore. Ich fürchte, dass uns eine Zeit der Prüfung bevorsteht. Dank dir können wir nun all unsere Kräfte darauf verwenden, uns vorzubereiten. Na gut. Na, schön, dass ich helfen konnte.
Schnell weg hier. Hat Linwin was Neues zu sagen? Du hast mutig für deinen Freund in der Ruine gekämpft und damit die Last der Finsternis von uns genommen. Dich sollten Waffen begleiten, die dir ebenbürtig sind. Oh, das klingt aber nett. Solche Waffen fehlen mir in der Tat, sagen wir mal das. Bevor wir beginnen, an den Waffen zu arbeiten, solltest du dich entsprechend darauf einstimmen. Erst wenn der Ort, an dem du formst, dir vertrauter ist, kann sich dein Handwerk vollends entfalten. Ja, toll. Klingt Vinz sinnvoll. Wie erreiche ich das? Gesell dich zu mir, während ich an Pfeilen arbeite. Auch wenn sich unsere Arbeitsweise unterscheidet, können wir voneinander lernen. Aha. Ich werde mir genau einprägen, wie es gemacht wird. Okay, ich versuch's. Anleitung Linwins Pfeile und ein Zeichen der Macht. Stimme dich ein. Also ein Zeichen der Macht. Linwin Eulenflug hat mir angeboten, bei der Herrschung von mächtigen Waffen hilfreich zu sein. Es ist wohl ein Zeichen der Dankbarkeit der Sturmwächter, weil ich sie von den Albträumen befreit habe, indem ich die dämonischen Statuen in der Ruine zerstört habe. Ach, die kamen von den Statuen, nicht vom Dämon selbst? Wenn ich mich auf die handwerkliche Zusammenarbeit einlasse, wird das Ergebnis sich sicher sehen lassen können. Stimme dich ein. Bevor wir mit der eigentlichen Waffe beginnen, möchte Linwin, dass ich auf die Arbeit einstimme. Um mich mit dem Arbeitsplatz zu treu zu machen, soll ich zunächst Linwins Herstellung von magischen Bällen beobachten und nachahmen. Ich habe mir notiert, wie es geht und kann diese Pfeile nun selbst bauen. Habe ich das Ding jetzt im Inventar? Ja. So, Linwins Pfeile, was machen die denn Schönes? Linwins Pfeile, dafür brauche ich einen Haufen Zeug, was ich nicht habe. Beziehungsweise, wofür Feiris noch etwas Steineich und Harpienfedern braucht. Und noch zwei Punkte in Bogenbau. So, also müssen wir mal gucken, dass wir Steineiche und Harpienfedern herbeischaffen. Ach, du bist es wieder. Was tauschst du denn? Nochmal. Gibst du mir einen Apfel für eine Handvoll Nüsse? Waffenbalsam würde ich mir gern einmal näher ansehen, falls du welchen hast. Ansonsten habe ich gerade Appetit auf Nüsse, jedoch nur Äpfel und Quellwasser da. Ich biete dir einen Hausschandel an. Gib mir einen Apfel für eine Handvoll Nüsse. Noch ein. Gut. Was bringen Äpfel? Ganz ehrlich, bringen Äpfel was? Der Apfel ist nicht mehr ganz frisch. Ja, super. Und das sind Walnüsse. Danke. Für das Gespräch. Jetzt muss ich erstmal herausfinden, bei wem ich überhaupt die benötigten Zutaten kriege. Also die Eiche, die Eisenborke und Seelenspeer, Seelenmesser, Seelenbogen. Gut. Gucken wir mal, von wem ich die kriege. Ich sie vielleicht direkt von ihm. Ich grüße dich. Bleib doch eine Weile. Handel. Okay, Vogelfedern. Nein, nein, nein. Und den Rest, den kennen wir ja alles. Das haben wir nämlich ihn selber verkauft. Okay, dann müssen wir wohl mit anderen Elfen reden. Hier haben wir ihn ja noch. Seit die hetzenden Schatten fort sind, ist wieder neues Nurdra in uns und dem Baum. Gedeihen sei auch mit dir. Du schaust so fragend. Eine Frage hätte ich da schon noch. Kann ich mir was fragen? Was ist es denn? Eigentlich nichts Wichtiges. Wir haben unsere Seelen in einem lebenslangen Bund vereint. Na, das kennen wir ja alles schon.